Hi, Uwe hier. Ja, herzlich willkommen auf meiner nächsten Tour. Diesmal bin ich mir mit dem Fahrrad in Baruth. Hier war ich schon mal. Hinter mir ist das alte Schloss von Baruth. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich mache nochmal einen Link da oben. Also von außen kann man das sich anschauen. Ja, von Baruth geht es nach Glashütte und von Glashütte dann auf einer anderen Seite wieder zurück nach Baruth. Das ist heute nur mal ein Test für mich mit dem normalen Fahrrad. Mein E-Bike habe ich nämlich nicht mehr und da will ich nicht gleich so mich überlasten, sage ich mal. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit und habt Spaß. Bis später. Ja, los geht's hier am Schloss von Baruth. Wie gesagt, bin ja gespannt, wie der Weg wird. Ich hoffe nicht allzu schlimm. Ah, da drüben kommt schon Kopfsteinpflaster, aber ich werde mal versuchen, auf dem Gehweg zu fahren. Ja, jetzt geht es hier durch den Ort noch ein bisschen Baruth. Aha, da kommt die Kirche. So, hier sieht man also diese große Kirche hier von Baruth. Die sieht man ja auch kilometerweit. So, jetzt geht es auch mal auf dem Fahrradweg weiter hier. Ich hoffe, meine Kamera ist jetzt richtig eingestellt. Ja, Wetter ist herrlich heute. Es sollen bis zu 28 Grad werden und Nachmittag noch eventuell mit Gewittern loslegen, aber da bin ich wahrscheinlich schon wieder zu Hause. Deswegen genieße ich den Tag hier. Ab morgen soll es wieder schlechter werden, das Wetter. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen hier über die GoPro. Die habe ich hier als an der Brust hängen sozusagen. Man kann ein bisschen was vom Cockpit sehen hier vorne und von der Straße hoffentlich. Mal sehen. Jetzt verlasse ich Baruth und es geht hier schön auf dem Radweg weiter. Fährt sich gut bis jetzt. Naja, wird schon werden. Jetzt macht Spaß, wenn die Wege so bleiben, dann ist es richtig schön, auch richtig warm. Muss ich hier über eine Brücke. Hui, hui, hui. Da merke ich, dass ich kein E-Bike mehr habe. Da muss ich doch ganz schön runterschalten und strampeln. Und über der Brücke geht es dann rechts weiter. Ja. Brücke geschafft. Jetzt geht es gleich weiter.
Ja, bis jetzt macht es Spaß. Wie gesagt, ich bin es nicht mehr so gewöhnt, die normalen Fahrräder, aber das fährt sich wirklich gut. Und ich werde den Rest auch noch schaffen. Also dann weiter geht's. So, jetzt bin ich unter der Brücke Richtung Glasdorf. Geht's jetzt weiter? Sieht doch gut aus. Herrlich hier durch den Wald. Man hört nur die Vögel. Und trotzdem so ein schöner Radweg hier. Hier kommt Glasdorf. Und jetzt geht es weiter Richtung Glashütte, 2 Kilometer. Naja. Das soll auch so eine Art Museumsdorf sein, oder ist sogar, ich werde es euch dann zeigen, wenn ich noch was sehe. Ah, hier ist auch ein Radweg, war. Jups. So, ein kurzes Trinkpäuschen. Ja, könnte ich auch mal meine Drohne kurz hochlassen. Die habe ich heute auch mit. Mal den Ort von oben noch mal zeigen oder von weiter weg. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Pause, jetzt weiter. Mal sehen, ob die Drohnenaufnahmen was geworden sind. Ein bisschen zurück zu dem Ort geflogen und dann wieder zurück. Diese Tour ist ca. 20 Kilometer, also ich bin schon, habe schon 7 Kilometer gefahren. Ist also wirklich nicht die Welt für den Anfang. Und dann solche Wege hier, dann macht sich das ja gut.
Schöner Ort Glashütte. Mal sehen, was wir davon zeigen können hier. Das ist also hier dieses Museumsdorf mit vielen Sachen, die man sich hier anschauen kann. Lageplan hier drüben, gucke ich mal rauf. Museumsdorf Baruter Glashütte. Ja, Museumsshop, Glasmanufaktur und sowas ist hier alles drin. Man kann einiges essen gehen und einkaufen. Ich war ja schon mal vor Jahren. Und hier rechts und links sind diese Museumshäuser und Shops. Ah, das ist hier also Glashütte, dieses Museumsdorf, wo Glas und so weiter hergestellt wurde, logischerweise. Glaskunst aus Glashütte. Also hier auch noch so ein Wegweiser, was es hier alles gibt. Ja. Glasbläserei, Kunstgläserei, Abenteuerwerkstatt, Hüttenwerk, Wohnideen, Schokoladen. Schokoladen, aha, das ist was für Kinder wahrscheinlich. Ja, kann man sich hier alles anschauen, wer möchte. Sicherlich ganz interessant. Und hier ist noch so ein altes Gleis. Da steht auch noch ein alter Wagen. Ja, das sind die Werkstätten früher gewesen, wahrscheinlich diese alten Häuser, die man überall hier sieht. Das ist jetzt den Ort Glashütte wieder. Hier sind noch Gaststätten. Gasthof Renner, Biergarten. Also hier kann man sicherlich mal einen Ausflug machen und sich das alles mal anschauen, wer möchte. Sicher interessant. Aber es ist interessant, ich habe es ja schon mal gesehen von Ihnen. Habe ich noch was Schönes entdeckt, die Boosdorfs Eiche. Ein Naturdenkmal hier. Und hier ist auch ein Grab drin oder ein Gedenkstein. Ernst Boosdorf, dem Gedenken des Hegemeisters Ernst Boosdorf, der von 1857 bis 1933 drei Vorfahren und mir in guten und bösen Tagen in unveränderlicher Treue diente. Friedrich Fürst von irgendwas, kann ich nicht lesen. Und hier dieser schöne. Dieser schöne alte Baum. Eine Eiche. Herrlich. Und lebt sogar noch. Warum ist es noch grün? Da ist doch schön hier, wa? Oh, hier ist alles hohl. Naja. Und schon verbrannt, wie es aussieht. Entweder haben sie da gekugelt oder hier ist ein Blitz reingekommen. Alles hohl. Naja, wird nicht mehr lange stehen. Schön. So, dann geht's weiter. Boosdorfs Eiche. Ach, hier ist der Boosdorf. Ehrwürdiger Name. Wann genau diese stattliche Eiche, immerhin ca. 500 Jahre alt, zu ihrem Namen kam, ist nicht bekannt. Naturdenkmal. Stammumfang 6,5 Meter. Aha. Schon interessant. So, na dann auf mein Ross und dann geht's weiter. Dieser schönen Eiche geht's weiter nach Richtung Dornswald. Also mehrere Ortschaften, die ich hier durchquere. Also ein schöner Weg bis jetzt. Macht Spaß. Naja, bei dem Wetter sowieso. Und die Straßen hier einwandfrei. Kann man nicht meckern. So, jetzt geht's hier weiter.
geht's hier schön runter. Ah ja, ist bloß eine Kurve. Der nächste Ort kommt Dornswalde. Die Dörfer sind immer wieder ausgestorben, wenn man hier durchfährt. Kaum was los. Links. Ist dann Radeland. Da bin ich jetzt auf dem Weg. Schwupp, hier ist ein Radweg. Jupp. Und weiter geht's. Ja, macht sich ganz gut bis jetzt mit meinem Fahrrad hier auf dem Weg. Ist ja ein relativ schöner Weg. Manchmal sind hier ein bisschen Wurzel durch, da muss ich aufpassen. Ansonsten der Radweg hier bei der Tour ist nicht schlecht. Jetzt habe ich es auch nicht mehr weit, sind glaube ich noch 3, noch was Kilometer. Und dann bin ich, jetzt kommen hier ein paar Wellen. Juppie. Mann, oh Mann, da die Wurzeln schlagen hier durch. Da kann man also wirklich nur manchmal im Schritttempo fahren. Zumindest hier das letzte Stück ist nicht mehr ganz so glatt. Ja, wie gesagt, ich habe es bald geschafft. Und dann nächstes Mal mache ich dann eine größere Tour. Also kann ich mir auch zutrauen mit dem Fahrrad hier. Und da suche ich mir noch eine schöne Tour aus. So, Freunde, das soll es eigentlich schon gewesen sein für meine kleine Radtour heute. Das war für mich mehr so ein Test, ob ich mit diesem Rad hier auch mal eine Tour machen kann. Das nehme ich sonst nur für einen Arbeitsweg. Aber es macht sich ganz gut. Man kann ja navigieren mit dem Handy und so weiter und da geht das auch. Ja, zwischendurch mal ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Vielleicht gefällt es euch auch ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich bei einer Wanderung das nächste Mal wieder. Oder mal schauen, vielleicht mache ich nochmal eine Radtour, mal sehen. Ihr könnt mir mal liken oder schreiben, was ihr davon haltet von so einer Radtour. Ich meine, das mache ich ja nicht so oft. Und vielleicht gefällt es euch ja trotzdem ein bisschen. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss, euer Uwe.